ein Zahlenwert drin, da haben Sie recht. Die richtige Zahl sind die 10.100.000, die hier in der Bilanz ausgewiesen sind. Da haben Sie recht, ja, das ist bei der Übertragung ist das im Prinzip ein Fehler gewesen. Darf ich Herrn Kohlepass um seine Frage bitten? Ja, vorab die erste Frage lautet, bei den 2 Minuten ist da die Antwort schon enthalten oder nee, ist es nur die seine Vorlesung? Ich habe da noch ein paar Fragen. Sie stellen Fragen maximal 2 Minuten lang. Okay, schnell schreiben. Punkt Nummer 1, Verkäuferdarlehen, Rückzahlung 2,8 Millionen wird als liquide Mittel aufgeführt, obwohl an Investitionen und Frönerhof übrigens nicht nur 100%, sondern nur 80% laut Bilanz und 20% stadiongebunden ist. Wie wurde das Geld angelegt? Wie hoch wurde es verzinst? Das Geld ist im Moment auf einem separaten Konto angelegt und wird als Tagesgeld ganz üblich mit ungefähr 1,1% verzinst. Wobei man muss hier auch ausführen, dass die Investitionen, wir haben ja jetzt auch einen längeren Zeitraum, bis die Investitionen dann auch getätigt werden dürfen. Und zwar müssen die Investitionen im Nahrungsleistungszentrum bis Mietpacht, also bis zum Pachtvertrag Ende, also bis 2028, müssen die vorgenommen sein. Ansonsten müssen sie 2028 wieder zurückbezahlt werden. Also bis dahin haben wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen Luft. Ja, ich frage nur deshalb, weil der Zinsertrag lediglich 4.000 Euro in der Gesamtbilanz darstellt. Von daher, wenn Sie das anlegen, 1,1%, 2,8 Millionen. Okay. Ich möchte jetzt nicht meine Zeit verbrennen. Zweitens, gehe ich mal ein bisschen nach hinten ran. Sie haben bei der Rückstellung der Steuer in Höhe von 2,8 Millionen Euro eine Zwangssicherungshypothek Eigentumswohnung in der Höhe von 1,58 Millionen Euro aufgeführt. Wem gehört diese Eigentumswohnung? Können Sie gerade das bitte nochmal wiederholen? Ja, ich muss mich aber ein, ich habe viele Fragen. Also, bei den Rückstellungen der Steuer in Höhe von 2,8 Millionen Euro wird eine Zwangssicherungshypothek aufgeführt, ETW, ich gehe davon aus, dass es eine Eigentumswohnung sich handelt, in Höhe von 1,598 Millionen Euro. Die Frage lautet, wem gehört diese? Die Frage habe ich notiert, werde ich Ihnen dann später beantworten. Okay. Sie haben gesagt, muss ein bisschen was auftragen, was Herr Nunten ausgeführt hat. Sie haben gesagt, in Ihrer Pressekonferenz, durch seriöses Wirtschaften und Ausgestalten der leistungsorientierten Verträge auf Seiten der Lizenzspielabteilung sowie aller Angestellten in der Verwaltung. Die Verwaltung wurde eine Person mehr eingestellt und dafür 160.000 Euro mehr ausgegeben. Könnten wir darüber ein bisschen Auskunft geben? Wir haben also von 40 auf 41 Mitarbeiter aufgestockt und 160.000 Euro mehr ausgegeben. Also die Zahl, wie viele Leute auf der Geschäftsstelle arbeiten, die muss man addieren. Das sind nicht nur 40, sondern da kommen auch Aushilfskräfte dazu. Insgesamt sind es, auch die Zahl kann ich Ihnen raussuchen und werde ich Ihnen dann gleich machen. Es geht aber um Aushilfskräfte oder 60.000 Euro bei 400 Euro Kräften. Nee, es ist aber nicht eine Person. Sie haben ja vorhin selber auch gehört, dass es auch dann Personen gibt, die vielleicht den Verein verlassen haben. Also kann man die Zahl, so wie Sie sie vergleichen, auch nicht einfach so nebeneinander stellen. Aber ich werde auch da recherchieren und dann gebe ich Ihnen eine Antwort. Danke. Welche Aufwände in der Bilanz oder der Position Aufwand die Lizenzspieler aufgeführt? Derzeit aktuell 10,5 Millionen Euro. Hat nichts mit Personalkosten oder Transferausgleichsspieler zu tun? Bitte sprechen Sie ein bisschen langsamer. Ja, ich habe nur 2 Millionen, ich habe viel Zeit. Ja. Welche Aufwände sind in der Bilanz oder der Position Aufwand die Lizenzspieler aktuell 10,5 Millionen Euro aufgeführt? Was ist da drin zusammengefasst? Es ist nicht die Position Personalkosten oder die Position Transferausgleichsspieler für mich. Notiert, ja. Nächster Punkt. Welche Aufwände sind unter der Position Aufwand Amateur und Jugendfußball zusammengefasst? Wir haben 400.000 Euro Mehrausgaben von 162 auf 967.000 Euro. Darf ich Ihnen die Fragen alle per E-Mail schicken? Ja, natürlich. Sie können sie alle direkt abgeben. Sie haben ja. Dann haben wir das zu tun.
nochmals Herrn Markus Anü. Ist das korrekt? Ja. Und zwar diesmal zum Bericht Stefan Kunstler. Sie hatten die Hospitality-Geschichten angesprochen. Meine Frage ist, diese WIP-Plätze, die im vorletzten Jahr auf der Südtribüne eingerichtet wurden, wo auch es in der Mitgliedschaft und in der Dauerkartenszene einen relativ großen Aufstand gab. Was ist jetzt mit denen geschehen? Das war doch eigentlich für die Leute, die im Ostturm waren. Genau, also die gibt es nach wie vor und die sind im Moment, ich kann ja die Zahlen gleich raussuchen, die ist so, glaube ich, zu 40% oder 50% vermarktet. Also die gibt es und die laufen auch. Ich meine die Walter Elf auch schon. Genau. Ist da dran gedacht, die Sitze, die dafür, ich sag mal, beschlagnahmt wurden, wieder freizugeben? Also es ist ja so, dass wir, wenn wir hin und her switchen, Sie kennen sich ja wahrscheinlich ein bisschen aus. In dem Moment, wo wir einen neuen VIP-Bereich eröffnen und uns dazu entschließen, wir haben ja damals ausgeführt, dass wir lieber den machen wollten, weil der beim Ausbau nicht so viel Geld gekostet hat, als den Logenturm zwischen Nord und Ost. Und so wollte man natürlich logischerweise auch gucken, dass wir möglichst schnell refinanzieren. Das ist gelohnt, indem man natürlich dieses Paket möglichst attraktiv gestaltet und dadurch natürlich auch die dementsprechenden Plätze anbietet. So war die Idee, warum wir das überhaupt so gemacht haben. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, ob wir das jetzt dieses Jahr rückgängig machen, um bei einem guten sportlichen Verlauf wieder aufsteigen, dann nochmal rückgängig zu machen, würde ich jetzt im Moment sagen, dass wir es wahrscheinlich eher mal so belassen. Und in der momentanen Situation, wo wir im Schnitt 30.000 Zuschauer haben, glaube ich, dass man zumindest mal adäquate Plätze auch finden kann. Wobei ich kenne manche Befindlichkeit, wenn man schon 10, 12 oder 14 Jahre auf demselben Platz gesessen hat, beziehungsweise in demselben Kreis dort gesessen hat, dass man das gerne wieder hätte. Ich hoffe, wir können dann, wenn es Sie persönlich betrifft, vielleicht auch bestehen, der Rest. Genau, mit der Ticketing-Abteilung dann zusammen eine Lösung finden. Gut. Andere Frage, es gab ja so ein bisschen Irritationen über den einen oder andere Person, die bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung plötzlich im Scouting aufgetaucht ist. Können Sie uns vielleicht kurz auflisten, wer jetzt überhaupt im Scouting tätig ist? Sagen Sie mir gerade mal was zu den Irritationen. Sagen wir mal, ja, zum Beispiel Danny Fuchs, der da plötzlich aufgetaucht war, obwohl er in der ganzen Kommunikation vorher nicht war. Deswegen ist nur eine Frage, können Sie vielleicht nachher dann machen? Nee. Ich muss ja nicht so kleine Zahlen raussuchen. Kann ich Ihnen gleich sagen. Also Danny Fuchs ist im Anschluss an seinen Lizenzspielervertrag, als er hier ausgelaufen ist, weil er das gegen Ende seiner Laufbahn schon für den Trainer gemacht hat, damals Marco Kurz, ist er in der Gegnerbeobachtung eingesetzt. Und deswegen, sagen wir mal, Scouting, wenn man da. Normalerweise gehört es auch mit dazu, Gegnerbeobachtung, wobei das dann auch eher zum Trainer vielleicht gezählt wird, weil er für den Trainer die Vorbereitung für das nächste Spiel macht und nicht ursprünglich einfach nur in die Lande zieht und versucht, neue Spieler zu beobachten oder zu finden. Also das ist der Danny Fuchs, macht also diese Aufgabe. Wir haben dann, wie ich vorhin gesagt habe, Uwe Fuchs ist mit dazu gekommen. Andreas Fese. Das ist jetzt neu dieses Jahr. Genau, Andreas Fese, der war Ihnen auch bekannt. Ja. Dann eben der Stefan Kling, den ich genannt habe als Innendienstler. Ich kann da gerne ein bisschen rausholen. Der macht ein Fernstudium, bekommt dieses Fernstudium bezahlt von der BG und macht bei uns dann ein Praktikum, kostet uns also in dem Sinne nichts außer Fahrtkosten und kann aber hier sehr gut Berufspraxis sammeln. Und dann haben wir noch zwei, die in den Schwerpunkten, wie ich Ihnen eben gesagt habe, eingesetzt werden. Einmal im Berliner Bereich, der auch den Osten ein bisschen abdeckt, und einmal noch in Nordrhein-Westfalen. Die sind auf Honorarbasis, also auf Minijob-Basis, und bekommen dann für jedes Spiel eine gewisse Entschädigung inklusive Fahrtkosten, weil wir da nicht genug Geld haben, um jemanden nochmal fest einzustellen. Plus Marco Haber, der ganz stark dann dementsprechend vorgeschlagene Spieler sich anschaut. Und man muss sagen, dass jetzt das Trainerteam Christel Foda sehr aktiv selber ist, plus meine Person. Danke. Dann hatte ich noch eine Frage.
geht es um das Merchandising. Ich hatte gesehen, als ich mir die Bilanz angeguckt habe, dass es eine außerordentliche Prüfung des Caterings gab und auch im Merchandising gab es eine derartige Prüfung. Beim Catering war ja der Fehlbetrag offensichtlich relativ heftig. Können Sie da kurz was dazu sagen? Sie haben jetzt, Sie müssen mir gerade nochmal genau sagen, jetzt, Sie haben jetzt von Merchandising erst gesprochen und dann von Catering. Ja, es geht mir da jetzt darum, weil das so auf der, zu diesen wirtschaftlichen Erfolgsstory, die Herr Kunz dargestellt hat, gehört. Und meine Frage war jetzt einfach, es gab sowohl, wir hatten ja bei der letzten außerordentlichen Mitgliederversammlung auch gewisse Irritationen hier im Raum gehabt, bezüglich der Personen, die dort arbeiten, die Personen, die da eingestellt worden sind. Und ich würde jetzt ganz gerne fragen, diese größere Auswirkung im Merchandising, ist die zurückzuführen auf Erdberichtigungen, die durchgeführt wurden, weil zum Beispiel Trikots von Toyo Football nicht verkauft werden konnten oder ähnliches. Und die große, sehr große Auswirkung beim Catering bei der GmbH ist die darauf zurückzuführen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Summe durch abgelaufene Würstchen passiert. Ja, also da kann ich Ihnen gerne darauf antworten. Die erste Frage ist, die Wertberichtigung im Merchandising-Bereich haben wir auch gemacht, weil, sage ich mal, durch den sportlichen Verlauf war es dann schon so, dass gerade der Merchandising-Verkauf etwas zurückgegangen ist. Und hier muss man auch dann berücksichtigen, dass wir ja sowohl das Logo geändert haben jetzt in der neuen Saison, als auch die Farbe. Und dadurch war es schon so, dass wir sehr konsequent alles, was auf Lager war, was noch in dem Bordeaux-Rot war und alles, was auch noch das Traditionslogo hatte, dass wir das konsequent einfach wertberichtigt haben und wollen das dann auch für soziale Zwecke und für Schulen und so weiter jetzt dann auch ein. Setzen, weil das einfach nicht mehr so aktuell ist. Das kann aber nicht sein, denn die Wechsel in der Kollektion hat jetzt zur neuen Saison stattgefunden. Die letzte Saison war noch Traditionssaison, 111 Jahre FCK. Wir reden jetzt hier über das letzte Geschäftsjahr, bis zum 30.06. Genau, aber trotzdem... Das neue Boot ist seit diesem Jahr. Ja, das seit ist dieser Saison. Das ist richtig. Also ich gucke mir jetzt dann genau die Wertberichtigung nochmal an. Ich habe jetzt gerade Ihre erste Frage auch noch beantwortet und könnte Ihnen jetzt auch nochmal die Bilanz zeigen, weil ich glaube, hier haben Sie auch vergessen, die Vorwerte dazu zu rechnen, weil ich habe hier die Bilanz mit dem Umlaufvermögen jetzt hier von Ernst & Young attestiert und die 10,61 Millionen, so wie sie dargestellt sind, sind richtig. Da würde ich Sie auch gerne bitten, dass wir vielleicht da gemeinsam dann nochmal drauf gucken. Auch die 10,604 aus dem Anlagevermögen ist die richtige Zahl. Man muss die Vorräte auch hier noch dazu addieren. Es könnte sein, dass das bei Ihnen dann nicht gemacht wurde. Aber ich zeige Ihnen im Anlagespiegel und der Bilanz, dass die Zahlen richtig sind. Was jetzt die Wertberichtigung im Merchandising betrifft, auch das werde ich mir... Aber eben haben Sie jetzt sind Sie wieder im Catering. Was das Merchandising angeht. Gut, im Catering ist es so, dass hier, das hängt mit der Gastro zusammen, wir haben ja mit der Stadt insgesamt, haben wir einige Lösungen jetzt gefunden, was alte Pachtzahlungen betrifft im Zuge der Besserungsscheinlösung. Und wir haben hier auch konsequent die Gastro daran beteiligt, und haben im Prinzip Forderungen, die wir jetzt gegenüber der Gastro haben, dann auch reduziert und abgeschrieben, weil auch die Gastro sollte diese Vorteile, dass jetzt teilweise mit der Besserungsscheinlösung ein paar Pachtreduzierungen zustande gekommen sind, auch davon profitieren. Und das ist der Grund, warum wir Forderungen gegenüber der Gastro auch teilweise wertberichtigt haben. Sind die mit den alten Rückstellungen von 250.000, die im vorletzten Jahr schon waren, dann verrechnet worden? Weil diese Rückstellung ist in der neuen Bilanz nicht mehr aufgetaucht. Und auch die Auflösung ist gar nicht aufgetaucht. Die Rückstellungen, die Sie ansprechen,
Die wurde im Zuge der Betriebsprüfung auch neu diskutiert und wurde die auch neu bewertet, weil es waren Rohverlustrückstellungen, die wir gebildet haben, und die sind auch im Zuge der Betriebsprüfung so nicht aufrecht zu erhalten gewesen. Sind also dann wieder positiv ins Ergebnis? Ja. Vielen Dank. Aber kommen Sie noch vor, weil ich würde Ihnen gerne die Zahlen der Bilanz zeigen, die 10,61 und die 10,604, weil entscheidend ist ja, dass das Eigenkapital, was wir dargestellt haben, komplett richtig ist. Nein, das brauchen wir nicht jetzt zu machen, das können Sie separat nebenher machen. Gut, nächste Frage, Wortmeldung, die ich habe, ist von Herrn Philipp Adam. Sie sagen zwar hier nicht zu welchem Bericht, aber es werden Sie sicherlich nachholen. Es ist eine Frage an den Herrn Grünewald, und zwar... Das habe ich befürchtet, aber... Ja, vielleicht können Sie mir auch helfen, Herr Rombach, und zwar... Herr Grünewald hat gesagt, dass das Eigenkapital zum 30.06.2012 positiv war. Da wollte ich mal fragen, ob inzwischen schon Zahlen aus dem ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres vorliegen. Das wäre der 30.09.2012. Die liegen vor, habe ich aber nicht im Kopf. Aber Sie haben ja vorhin gehört, dass wir für das laufende Jahr Verlust planen. Insofern können Sie es selbst ausrechnen, aber die konkrete Zahl kann ich Ihnen geben. Okay, ich nicht im Kopf. Okay. Bitte? Später fertig machen? Das ist eine Frage an dich.